Session 3. Unsere abschließende Session beschäftigt sich nun mit der möglichen Bedeutung von künstlicher Intelligenz für die alltagsrelevanten Fragen jedes Einzelnen. Inwiefern bietet künstliche Intelligenz, einmal abgesehen von intelligenten Verkehrsleitsystemen, den Menschen Orientierung in ihrem Leben? In welcher Form kann KI Sinn stiften? Und schließlich, wie entsteht Vertrauen in KI-Systeme? Auch hier wollen wir zunächst wieder mit ein paar Zahlen aus unserer ÖFIT-Umfrage starten. Das ist ein bisschen eine komplexere Umfrage. Ich hoffe, ich kann das so runterbrechen, dass wir das in weniger als einer Minute vermitteln kann. Wir haben zwei Fragen gestellt. Wir wollten zwei Fragen von den Befragten wissen, was sie im einen Fall konfrontiert mit der Entscheidung einer Maschine und im anderen Fall konfrontiert mit der Entscheidung eines Menschen, wie sie eine solche Entscheidung emotional bewerten. Fühlen sie sich eher geborgen oder eher verloren? Fühlen sie sich eher gerecht oder eher ungerecht beurteilt? Oder fühlen sie sich eher sicher oder unsicher? Also wenn man das jetzt überschlägt, was Sie hier sehen, sind die positiven Ergebnisse. Positive Emotionen werden mehrheitlich mit Entscheidungen durch Menschen assoziiert, wenn man zumindest diejenigen Befragten betrachtet, die einen Unterschied in der Bewertung zwischen Mensch und Maschine machen. Was kann man daraus schließen? Ich würde sagen, die Delegation von Entscheidungen an Maschinen wird für einen Teil der Bevölkerung nach wie vor mit einem gewissen emotionalen Unbehagen belegt. Damit erscheint die Frage danach, wie Vertrauen in und durch KI-Systeme und eine soziale Akzeptanz dieser Technologie hergestellt werden kann, umso wichtiger. Ich freue mich als Session-Moderatorin von Session 3, Vera Linz begrüßen zu dürfen. Vera Linz ist freie Journalistin und Moderatorin und einigen vielleicht durch ihre Sendungen auf Deutschlandradio Kultur bekannt, Deutschlandfunk Kultur. Auftakt zu Session 3 macht nun die Keynote von Dirk Helbin. Dirk Helbin ist Professor für Computational Social Science am Department für Geistes-, Sozial- und Politikwissenschaft sowie Mitglied des Informatik-Departements der ETH Zürich. Seit Juni 2015 ist er assoziierter Professor an der Fakultät für Technik, Politik und Management an der TU Delft, wo er auch die Doktorandenschule Engineering Social Technologies for a Responsible Digital Future leitet. Herr Helbing, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. So, mir fällt die schwierige Rolle zu, Sie nochmal wach zu rütteln um diese Uhrzeit. Also erlauben Sie mir auch die eine oder andere kleine Provokation, die wohl gewählt ist. Jetzt brauchen wir noch ein Bild. Gut. Stehen wir vor der Geburt eines digitalen Gottes? Diese Frage stelle ich hier an einem Ort, der schon eine gewisse Aussagekraft hat, ein Krematorium. Ursprünglich war ja der Dom angedacht. Wollen wir hoffen, dass das nicht weitere Bedeutung hat. Die Frage, mit der ich starte, ist, was passiert eigentlich, wenn wir alle mit dem Internet und anderen digitalen Systemen zusammenwachsen zu einem globalen Organismus? Und manche Leute denken dann, naja, wenn das so ist, dass wir sozusagen die Zellen von einem neuen Superorganismus werden, dann braucht dieser Organismus doch ein Superbrain. Und andere fragen sich, oder sollten wir uns vielleicht organisieren wie kollektive Intelligenz? Ja, also wie Ameisen, wie Bienen, wie Vogelschwärme, wie Termiten und so weiter und so fort. Aber natürlich um einiges intelligenter. Diese Fragen werden uns in dem Vortrag verfolgen. Wir stecken natürlich mittendrin in der digitalen Revolution. Exponentielle Beschleunigung auch der künstlichen Intelligenz. Früher oder später rechnet man mit superintelligenten Systemen. Manche sagen, es wird in 40 oder 100 Jahren der Fall sein. Andere sagen, es wird in 3 oder 5 Jahren schon soweit sein. Manche denken, das gibt es schon, wir wissen es nur noch nicht.
Auf jeden Fall ist es so, schon seit vielen Jahren sind Computer die besseren Schachspieler. In vielen Bereichen sind Roboter die besseren Arbeiter, werden sie auch die besseren Fahrer sein. Da fühlen wir uns schon ein bisschen angegriffen, ne, als Autofahrer. Vielleicht auch die besseren Ärzte. Werden sie besser sein in der Beantwortung von Fragen? Ja, vielleicht zumindest von den Fragen, die schon Antworten haben. Und die künstliche Intelligenz feiert tatsächlich viele erstaunliche Erfolge. Zum Beispiel dieses Match in der Weltmeisterschaft Go, dem Strategiespiel. Man hätte eigentlich damit gerechnet, dass es mindestens noch 10 Jahre dauert, bis die KI den Menschen hier schlägt. Und mittlerweile gibt es AlphaZero, das heißt eine künstliche Intelligenz, die sich selber dieses Spiel beibringt, indem sie millionenmal gegen sich selber spielt. Ja, wir haben also KI-Systeme, die immer mehr Fähigkeiten haben, immer ausgeklügelter sind. Und das ist jetzt der offizielle Status der Robotik. Das Militär kann vielleicht schon einiges mehr. Aber man kann schon sagen, holla, da passiert etwas. Ja. Google geht so weit, dass sie jetzt in die Richtung denken, können wir quasi künstliche Intelligenz bauen, die Kinder kriegt. Ja. Also andere KI-Systeme, die schlauer sind als die Eltern, von denen sie abgeleitet werden. Das habe nicht ich mir ausgedacht. Also der Weg führt dahin, dass wir Roboter haben werden, die andere Roboter bauen und vielleicht tatsächlich bessere Roboter und dass es eine Roboter-Evolution geben wird oder eine KI-Evolution, die den Menschen gar nicht mehr braucht. Andere Leute denken in die Richtung, können wir nicht jetzt Städte automatisieren? Sind das nicht große Supply Chains? Können wir vielleicht sogar ganze Staaten, die ganze Welt automatisieren? Können wir sie betreiben wie eine gigantische Maschine? Und wenn man das wollte, dann müsste man wissen, was passiert auf diesem Planeten. Wir bräuchten Massenüberwachung, man müsste wissen, was jeder tut, nach welchen Regeln wir uns verhalten und wie wir manipulierbar sind. Und genau das passiert alles. Im Detail wird es uns freilich nicht erklärt, aber wir wissen, dass Google den Staat neu programmieren möchte, also nicht nur Software entwickelt für Handys oder für Computer, sondern für ganze Gesellschaften. IBM arbeitet da auch dran und Facebook und Apple und so weiter und so fort. Also Amazon sicherlich auch. Putin ließ sich vernehmen, dass er sagte, wer im Bereich künstliche Intelligenz führend ist, der wird die Welt regieren. Stellt sich also die Frage, wer wird das sein? Google oder vielleicht doch China? Und dann schaut man sich besser an, was in China gerade passiert. Und da haben wir eben den Citizen Score, wo letzten Endes alles, was man tut und lässt, bewertet wird mit Plus- und Minuspunkten. Ob man bei Rot über die Straße geht, ob man seine Miete zu spät bezahlt, ob man kritische politische Nachrichten liest, ob man Freunde hat, die kritische politische Nachrichten lesen. All das trägt bei zu dem Punktekonto und dann entscheidet es darüber, wie viel man bezahlen muss für den Kredit, ob man bestimmte Jobs bekommt, ob man auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren darf, wie schnell das Internet ist, in welche Länder man reisen darf und so weiter und so fort. Das ist technologischer Totalitarismus, die Datendiktatur. Werden wir zwangsläufig dort enden? Ja. Google als Gott, das ist eine Frage, die ich schon 2013 gestellt habe. Und man kann sicherlich diesem Unternehmen einige Ambitionen nachsagen. Und Ambitionen sind ja keine schlechte Sache an sich. Ja. Sie wollen omnipräsent sein, sie wollen alles wissen. Sie wollen omnipotent sein, es geht hier um die Verhaltensmanipulation, Big Nudging, Neuromarketing, ja, das ist vielleicht noch nicht Omnipotenz, aber zusammen mit dem Citizen Score könnte es dem schon relativ nahe kommen. Also es kann tatsächlich Gewalt ausgeübt werden über Menschen. Dann wird hier künstliche Intelligenz erzeugt, künstliches Leben, man möchte eigentlich über Leben und Tod bestimmen. Also letzten Endes
all die Eigenschaften, die wir früher Gott zugeschrieben haben, die maßt sich jetzt der Mensch an. Das heißt, sehen wir jetzt tatsächlich die Geburt eines digitalen Gottes? Schaffen wir uns einen Gott als neue Ordnungsmacht, eine Superintelligenz, die alles besser weiß, und folglich müssen wir uns ihr unterordnen? Das ist die Frage, und das ist eine Frage, die nicht nur ich mir stelle, sondern auch zahlreiche Autoren. Sie haben sicherlich davon gelesen, auch Harari. Und dabei bleibt es nicht. Es sind nicht nur philosophische Überlegungen, sondern es gibt Leute wie den Anthony Lewandowski, ein ehemaliger Google-Ingenieur, der künstliche Intelligenz als Religion angemeldet hat. Hat verschiedene Vorteile, muss keine Steuern bezahlen, ja, man muss sich nicht an die Verfassung halten, Religionen haben gewisse Ausnahmen und so weiter. Also man kann hier sozusagen auch die Menschenrechte austricksen, hochgefährlich. Ja. Vor allen Dingen, wenn es uns allen übergestülpt wird. Das ruft natürlich auch den Papst auf den Plan. Man weiß nicht genau, was er besprochen hat mit Eric Schmidt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch in diesem Zusammenhang war. Und es kommt folglich die Frage auf, entsteht hier ein Gott? 2042 scheint mir sogar eher spät zu sein. Wird diese Superintelligenz eine Bibel schreiben und werden wir uns den Gesetzen unterwerfen? Oder unterwerfen müssen. Ja? Mit diesen Fragen müssen wir uns auseinandersetzen. Und das ruft Leute wie Elon Musk auf den Plan, die sagen, um Gottes Willen alles, nur das nicht. Ja? Er warnt davor, dass wir jetzt quasi den Dämon erwecken mit der künstlichen Intelligenz. Ist nicht der einzige Warner, es gibt natürlich auch viele, sagen, er übertreibt. Aber dann staunt man schon, dass einer der Hauptpropagandisten in Europa, Jürgen Schmidhuber, sich so eine spezielle Telefonnummer wählt, die eindeutig eine Referenz hat zur Apokalypse, ja? Die 666. Da soll man sich nicht wundern, wenn sich die Öffentlichkeit dann Sorgen zu machen beginnt. Ja? Gut, komischer Vogel. Aber wir dürfen nicht vergessen, der britische Geheimdienst hat tatsächlich ein Programm entwickelt, das sich Karma Police nennt. Das ist so etwas wie ein digitales jüngstes Gericht. Also wie beim Citizen Score in China wird hier alles mit Plus- und Minuspunkten bewertet. Übrigens auch Videos, die Sie im Internet sehen, Radiosendungen, die Sie anhören und so weiter und so fort. Ja? Also das ist alles sozusagen frei von Ethik und das ist das, was wir eigentlich nicht haben wollen. Wir wollen eine künstliche Intelligenz, die tatsächlich in unser Wertesystem, in unser Gesellschaftssystem, in unsere Kultur und Geschichte passt. Entsprechend befasst sich das IEEE auch mit entsprechenden Standards. Lange Zeit dachte man, die Probleme sind uns über den Kopf gewachsen, der Mensch ist schwach und wird krank und macht Fehler, ist subjektiv und egoistisch und all diese Fehler ließen sich überwinden mit Superintelligenz, die dann die Probleme irgendwann überschauen würde und wir müssten nur dem Ratschluss dieser künstlichen Intelligenz folgen. Das hat sich als Irrtum herausgestellt. Wir wissen, dass KI-Systeme manipulierbar sind, dass sie fehlbar sind, dass sie verzerrte Entscheidungen treffen, dass sie Frauen zum Beispiel benachteiligen, dass sie Minderheiten benachteiligen, Farbige insbesondere. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, wenn wir jetzt in einer Gesellschaft leben, in der Algorithmen zu Gesetzen werden, die an unserem Parlament vorbei sich in unsere Gesellschaft, in unser Leben einmischen, entscheiden, was möglich ist und was nicht. Und die Korrelationen in Gesetzmäßigkeiten verwandeln. Ja? Und viele von diesen Korrelationen sind eigentlich nicht basierend auf Gesetzmäßigkeiten, sondern sind Scheinkorrelationen, diese zum Beispiel Anzahl der Serienkiller in Abhängigkeit vom Schokoladenkonsum. Ja, wenn das jetzt tatsächlich eine kausale Gesetzmäßigkeit wäre, wäre es sehr gefährlich, in der Schweiz zu leben. Noch fühle ich mich einigermaßen sicher. Anderes Beispiel,
Na gut, ein bisschen witzig, gebe ich schon zu. Anzahl der Waldbrände in Abhängigkeit von der Anzahl der eisessenden Kinder. Ja, starke Korrelation, aber wenn Sie jetzt die Kinder einsperren in ihr Zimmer oder wenn Sie ihnen das Eisessen verbieten, werden Sie keinen einzigen Waldbrand vermeiden. Ja, solche Dinge kommen aber durchaus vor. Ja, auch bei den großen IT-Unternehmen und auch bei der Polizei, die Algorithmen, die unterliegen eben auch Irrtümern. Sie machen Fehlschlüssen bei Korrelationen, es gibt Fehler erster und zweiter Art und so weiter und so fort. Und das hat Auswirkungen auf das Leben von bestimmten Bevölkerungsgruppen, die sozusagen unter Generalverdacht gestellt werden. Es ist keine Frage, wir wollen gerne die digitalen Technologien nutzen für unsere Gesellschaft. Ich bin ein Befürworter der Digitalisierung, aber die Frage ist, wie wollen wir sie nutzen und in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Denn wir können jetzt einen digitalen Faschismus bauen, ja, eine Big Brother-Gesellschaft, einen digitalen Kommunismus, wo der Staat oder Unternehmen alles besser wissen und uns dann das einfach aufdrücken, ob wir wollen oder nicht. Und wir können einen digitalen Feudalismus schaffen. Aber warum eigentlich keine digitale Demokratie? Ja? Im Scientific American und Spektrum der Wissenschaft haben wir genau diese Frage gestellt. Wird unsere Demokratie, Big Data und die künstliche Intelligenz überleben? Das hängt von uns ab, wie wir die Systeme bauen. Und was oft vergessen wird, ist, dass in dieser datengetriebenen Gesellschaft, in der wir vermeintlich leben, die Dinge, die nicht messbar sind, die nicht quantifizierbar sind, wie Menschenwürde, Liebe, Bewusstsein, Freiheit und andere Dinge einfach durch die Ritzen fallen, dass sie in Vergessenheit geraten. Aber das sind eigentlich die spezifisch menschlichen und eigentlich wichtigen Dinge. Für die muss Raum bleiben. Darüber hinaus stellt sich heraus, kollektive Intelligenz schlägt künstliche Intelligenz. Denken Sie an Facebook, versucht das Fake News-Problem mit leistungsstarken Filtern zu begegnen, kann auch von Zensur sprechen durchaus. Künstliche Intelligenz wird hier verwendet. Eine der leistungsfähigsten künstlichen Intelligenzsysteme, die es wahrscheinlich auf diesem Planeten gibt, aber sie versagt. Und in der Folge beschloss Mark Zuckerberg, dass man jetzt verlinkt auf Wikipedia. War noch nicht mal genügend Zeit, um Wikipedia zu informieren. Wikipedia aber beruht auf kollektiver Intelligenz, unserer gemeinschaftlichen Intelligenz. Das gleiche mit YouTube, was zu Google gehört, das heißt, Google kann es nicht besser. Also müssen wir uns tatsächlich mit der Frage beschäftigen, wie können wir eigentlich kollektive Intelligenz fördern mit künstlicher Intelligenz? Ja, wie schaffen wir es, die besten Ideen und das Wissen von uns allen zusammenzubringen, zu befruchten? Das braucht eine deliberative Plattform, wo die Argumente gesammelt und strukturiert werden, wo verschiedene Perspektiven auf ein Problem herausgearbeitet werden. Und wo dann letztlich in einem deliberativen Prozess integrierte Lösungen erarbeitet werden, innovative Lösungen. Denn es stellt sich heraus, die beste individuelle Lösung ist bei komplexen Problemen meist nicht wirklich die bestmögliche Lösung, sondern wenn Sie die beste individuelle Lösung kombinieren mit der zweitbesten, drittbesten, verschlechtert sich oft die Lösung nicht, sondern sie verbessert sich. Das ist das Geheimnis der künstlichen Intelligenz. Und deswegen sollten wir die digitale Demokratie aufbauen, um eben tatsächlich das Wissen, die Ideen von uns allen möglichst gut zum Nutzen aller einfließen zu lassen. Wie kann man das praktisch auch auf den Weg bringen? Städte-Olympiaden zum Beispiel, wo Städte in einen freundschaftlichen Wettbewerb um Lösungen zu unseren globalen Problemen treten, eine Art monatelangen Hackathon austragen, wo alle Stakeholders und die Zivilgesellschaft beitragen können zu neuen Lösungen. Und diese Lösungen wären dann Open Source und Creative Commons. Jede Stadt könnte die nehmen, kombinieren, auch Unternehmen könnten sie weiterentwickeln, wenn wir das öfters machen.
dann konnten wir wirklich gemeinschaftlich sehr schnelle Fortschritte hin auf unsere Ziele machen, mit vereinten Kräften. Die Gesellschaft wurde mobilisiert, um diese Transformation in die Zukunft, in die digitale und nachhaltige Zukunft, schnell auf den Weg zu bringen. Nur gemeinsam können wir das schaffen. Und hier noch eine weitere Idee, eine Culturepedia, die sozusagen die Erfolgsprinzipien der verschiedenen Kulturen identifiziert und uns hilft, sie miteinander zu kombinieren. Denn Diversität ist eine potenzielle Stärke. Nun geht es natürlich um die Frage, wie stellen wir sicher, dass es in unserer Gesellschaft eben eine hinreichende Ordnung gibt. Kein Chaos. Und dann denkt man oft an diese Vogelschwärme und ist beeindruckt und fragt sich, könnte das nicht auch in unserer Gesellschaft möglich sein? Und diese Idee ist tatsächlich mehrere hundert Jahre mindestens alt, ja, die Fabel der Bienen. Und es gibt Forschung, die sich genau damit befasst, unter anderem an meiner Professur, hier zwei Bücher, unter anderem eben zur sozialen Selbstorganisation. Und hier ein schönes Beispiel, das Sie kennen, das Ihnen aber vielleicht noch gar nicht aufgefallen ist, nämlich wenn Sie sich in Fußgängermengen bewegen, dann bilden sich Bahnen einheitlicher Gehrichtung von alleine raus. Es braucht keine Gesetze, keine Verkehrsschilder, keine Polizisten, das passiert einfach. Und Sie werden sich dessen in der Regel nicht bewusst. Nebenbei gibt es eine Präferenz für eine Seite, hier die rechte Seite. Auch das kann man verstehen als Ergebnis eines Selbstorganisationsprozesses, einer Verhaltenskonvention. Die evolutionäre Spieltheorie kann das genau ausarbeiten. Es geht hier um ein Koordinationsproblem. Und in diesem Koordinationsproblem ist die 50-50-Lösung nicht stabil. Das heißt, eine der beiden Möglichkeiten, rechts oder links, setzt sich durch. Nur eine Frage der Zeit und das passiert auch. Und tatsächlich wissen wir seit Elinor Ostrom, der Nobelpreisträgerin, dass Self-Governance effizient ist, wenn wir nur geeignete Designprinzipien anwenden auf soziale Systeme. Ja? Oft leidet unsere Gesellschaft unter sogenannten Tragödien der Allgemeingüter, ja, die in sozialen Dilemmasituationen auftreten. Aber wie dieses Beispiel zeigt, muss es nicht passieren. Ja, dass wie in diesem Beispiel der Wald verschwindet, auf der anderen Seite der Grenze sehen Sie, da steht er noch. Ja. Es hängt also von den Regeln ab, mit denen wir interagieren. Man kann diese sozialen Dilemmasituationen, das Prisoners-Dilemma ist ein berühmtes Beispiel dafür, tatsächlich in andere Spiele oder Interaktionssituationen überführen. Wie können wir Kooperation fördern? Und das ist eine Frage, mit der sich die Menschheit schon ihre gesamte Geschichte befasst und verschiedene Lösungsansätze gefunden hat. Ja? Erste war vielleicht die Verwandtenbevorzugung. Ja? Es entstanden also Familien, Clans, Dynastien und so weiter. Hatte nur den Nachteil, dass es dann eben ethnische Konflikte oft gibt, Blutrache und ähnliche Probleme. Also Frage ist, gibt es vielleicht bessere Lösungen? Dann kennen Sie diese hier aus dem Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, Peer Punishment auf Englisch. Das kann tatsächlich die Kooperation herbeiführen, wo sie ansonsten erodieren würde. Aber es hört sich auch nicht besonders freundlich an. Ja. Aber immerhin, also ja, damit kann sich moralisches Verhalten etablieren. Frage ist, ist es das Beste, was man tun kann, oder gibt es nicht noch effizientere Ansätze? In der Tat kann man verschiedene Mechanismen vergleichen und erstaunlicherweise gibt es dann so etwas wie altruistisches Signaling, was noch besser funktioniert als dieses Costly Punishment. Oder erfolgsgetriebene Migration, ja? Nicht sehr beliebt momentan in der politischen Diskussion, aber einer von vielen Mechanismen. Oder direkte Reziprozität, das heißt, ich helfe Ihnen, Sie helfen mir, Freundschaftsbildung. Muss nur aufpassen, dass es nicht zu intensiv wird, sonst schlägt es in Korruption um. Dann gibt es aber auch indirekte Reziprozität, wo ich Ihnen helfe, Sie helfen jemand anders, irgendjemand hilft mir. Und wenn wir also alle nett zueinander sind, dann profitieren wir letzten Endes alle. Reputationssysteme können das fördern.
genauso hilft es, wenn die Kooperativen mit den Kooperativen interagieren. Das schafft sogar Anreize für die Nicht-Kooperativen, auch kooperativ zu werden. Qualifikationsmechanismen, Wettbewerbsmechanismen, Blockchain. Und insbesondere auch kombiniert mit dem Internet der Dinge, das heißt Messungen, welche Auswirkungen wir auf die Umwelt und auf andere haben, das kann letzten Endes alles beitragen, dezentral tatsächlich, ohne dass es also einen super intelligenten KI-Gott gibt, der über uns wacht und uns sagt, was wir tun sollen, trotzdem Kooperation in unserer Gesellschaft hervorbringt. Das heißt, wir können lernen, Werte auf den Weg zu bringen, in digitale Systeme einzubauen, sodass sie Kooperation, Fairness, Vertrauen, Wahrheit fördern. Das ist aber eine Kunst, das braucht wissenschaftliches Wissen. Ja? Und das müssen wir lernen. Man kann noch einen Schritt weiter gehen. Man kann natürlich diese Selbstorganisation digital unterstützen. Ja, mit dem Internet der Dinge können wir jetzt im Grunde genommen Adam Smiths unsichtbare Hand zum Funktionieren bringen. Und hier ein Beispiel, an dem wir gearbeitet haben. Jeden Tag sind wir genervt von den Staus, in denen wir stecken. Wir simulieren hier einen Stop-and-Go-Verkehr. Das heißt, wir verstehen den Prozess, es gibt mathematische Gleichungen dafür. Und ich zeige Ihnen dann auch gleich, was die Ursache für dieses nervige Problem ist. Und dazu steigen wir jetzt aus und nehmen den Hubschrauber. Ja? Das würden Sie wahrscheinlich auch ganz gerne manchmal tun. Und dann sehen wir, dass es da eine Zufahrt gibt. Da tröpfeln also einige Fahrzeuge auf die Autobahn. Das stört den Verkehrsfluss ein kleines bisschen. Diese Störungen schaukeln sich dann auf. Und am Ende haben wir Stop-and-Go-Verkehr. Nun stellen wir uns mal vor, dass diese Autos, also mindestens 30% mal, ausgestattet sind mit Fahrerassistenzsystemen, die auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren und das Auto selbstständig beschleunigen und abbremsen. Und das kann man auf eine Art und Weise machen, dass der Verkehrsfluss stabilisiert wird und die Kapazität insgesamt erhöht wird, selbst wenn ein großer Anteil nicht ausgestattet ist mit dieser Technologie. Es braucht hierfür keine Verkehrszentrale. Das Einzige, was wir tun, ist, die Interaktionsmechanismen zu verändern. Das nennt sich Mechanismusdesign. Dazu brauchen wir Echtzeitdaten und Echtzeitfeedback, um die Interaktion zu verändern. Und das können wir auch in Innenstädten machen, wo wir grüne Wellen erzeugen können, durch ein Selbstorganisationsprinzip, bei dem die Verkehrsflüsse die Ampeln flexibel steuern, statt umgekehrt. Und es stellt sich heraus, dass es besser funktioniert als mit der Verkehrsleitzentrale, denn Ampeln zu optimieren, das ist ein NP-hartes Problem, das kann man nicht in Echtzeit lösen. Gewinne für alle Verkehrsarten und für die Umwelt sind möglich. Und ähnlich kann man auch soziale Interaktion digital unterstützen. Denken Sie an Augmented Reality oder an Mixed Reality. Da kann man sich sehr gut vorstellen, dass diese Systeme uns unterstützen, ohne dass wir jahrelang studiert haben müssen. Die geben uns dann Hinweise, die uns helfen, kreativer zu sein und kooperativer zu sein, uns zu organisieren, unsere eigenen Projekte auf den Weg zu bringen und professionell umzusetzen. Ja? Und das ist im Grunde genommen die Chance, wenn wir nur diese Technologien für alle auch verfügbar machen, günstig. So, wie können wir sicherstellen, dass wir diesen digitalen Systemen vertrauen können? Ja, wir hatten ein Beispiel, muss ich jetzt schon nochmal aufbringen, muss ich sagen, wo es hieß, na, wir wissen jetzt, wie wir die Schweineställe effizienter organisieren können mit Videoüberwachung und so weiter. Und könnte man das nicht auf Altenheime anwenden, dass da, falls die Oma umfällt und in der Blutlache liegt, dann unser Facebook-Profil uns dann sofort warnt und wir dann 0, nichts mit dem Auto hingesaust kommen können oder den Notarzt rufen können und so weiter und so fort. Also Vorsicht. Ja. Das widerspricht der Menschenwürde. Wir haben uns mal entschieden, aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, des Faschismus und des Holocaust,
und vielen anderen Erfahrungen, dass wir eben nicht wie Schweine leben wollen. Ja? Und es gibt eine Rechtsprechung, das ist nicht umsonst, Artikel 1 des Grundgesetzes, Ewigkeitsgarantie, unveränderbar, impliziert, dass wir nicht als Menschen so behandelt werden dürfen wie Tiere, Objekte oder Daten. Wir dürfen nicht einfach die ganze Zeit vermessen werden. Wir dürfen nicht, über uns darf nicht entschieden werden durch Systeme, ohne dass wir darauf Einfluss nehmen können. Das macht das speziell Menschliche aus. Ja? Das muss eingebaut sein in die Systeme. Es gibt natürlich diese Versuchung, dass sie da einen Algorithmus haben, der sich bewährt hat für die Voraussage des Verhaltens von Elementarteilchen zum Beispiel. Und dann ist die Frage, kann man das nicht auch anders einsetzen? Können wir damit nicht Kriege voraussagen oder Terroristen finden? Und dann haben wir das da angewandt. Warum jetzt nicht Kriminelle und dann vielleicht Arbeitslose? Und warum nicht dann China? Und am Ende sind wir es alle. Ja? Das sind Kategorienfehler, Übertragungsfehler. Ein Beispiel, wo ich der Meinung bin, dass es auch nicht mit Menschenwürde vereinbar ist, Tinder zum Beispiel, wo sie mit einem Wisch Menschen quasi in den Abfallkorb werfen. Ja? Ich will das ganz bewusst mit diesem Problem hier verbinden, ein Trolley-Problem. Also wenn jetzt die Ressourcen der Welt knapp werden, wer geht hops? Lassen wir das eine künstliche Intelligenz entscheiden. Und daran wird gearbeitet. Ja? Es gibt solche Algorithmen, die jetzt sagen, dieser Patient wird nicht mehr behandelt. Diese Operation ist zu teuer. Ja, das heißt, wir geraten in eine Situation, wo wir Stück um Stück uns wie Dinge behandeln lassen. Und Sie wissen alle, das kann nicht gut gehen. Ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder im Totalitarismus enden. Und um das zu vermeiden, wenn Code Law ist, dann müssen Algorithmen transparent gemacht werden. Ich will sie nicht ausbremsen durch Regulierung, aber es braucht ein Feedback. Und wir müssen lernen, Algorithmen zu bauen für eine verantwortungsvolle Zukunft, die uns allen gleichermaßen nützt. Wir müssen lernen, wie wir Werte umsetzen und unterstützen. Unsere kulturellen Werte, unsere verfassungsrechtlichen Werte, die Werte unserer Demokratie, die Lehren, die wir über Jahrhunderte gelernt haben, aus Kriegen, Revolutionen und anderen schlimmen Erfahrungen. Aus der Menschenwürde folgt übrigens das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, im Moment in keinster Weise umgesetzt. Es gibt aber Papiere vom World Economic Forum, die fordern, dass den Menschen die Kontrolle über die Daten zurückgegeben werden muss. Übrigens saßen da auch die ganzen Firmen in den Boards. Das gab also mal einen Konsens, es ist leider noch nicht umgesetzt, aber es wäre machbar. Zum Beispiel gibt es da dieses globale Cyber Security Center in Genf. Da werden natürlich über alle Menschen hochdetaillierte Daten gesammelt. Digitale Doubles liegen da. Und man könnte da eine Plattform drüber bauen, die uns erlaubt zu entscheiden, welche Firmen und Institutionen welche unserer Daten für welche Zwecke, Zeiträume, vielleicht auch Bezahlung verwenden darf. Dann hätten wir wieder die uns demokratisch und menschenrechtlich zustehende informationelle Selbstbestimmung. Gleichzeitig wären alle personalisierten Produkte und Services möglich. Die Unternehmen müssten nur unser Vertrauen gewinnen und dieser Vertrauenswettbewerb würde zu einer Vertrauensgesellschaft führen. Gleichzeitig würde ein Level Playing Field entstehen. Das heißt, alle Firmen, auch KMUs und Spin-offs und wissenschaftliche Institutionen hätten Zugang zu den Daten, sofern sie nicht blockiert werden von den Bürgerinnen und Bürgern. Das heißt, es gäbe riesige Vorteile. Meiner Meinung nach der einzige Weg, mit dem Europa tatsächlich konkurrenzfähig werden kann im digitalen Bereich. Also das ist der Ansatz, mit dem wir Menschen digital befähigen, helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, kreativer, innovativer zu sein
sich besser zu koordinieren. Und davon werden selbstverständlich Produkte und Services und Businesses und Städte und Nationen profitieren. Ja, kombinatorische Innovation wäre möglich und damit ein schnelleres Wachstum als exponentiell. Und nur damit können wir tatsächlich mit dem Silicon Valley und China aufschließen. Dann noch eine Sache. Es gibt diese verborgene Gefahr von Big Data, dass wir unsere Freiheiten einschränken, indem wir den Algorithmen letzten Endes alle Entscheidungen überlassen. Ja? Hier einmal die Annahme, dass wir 6 verschiedene Kriterien messen, um zu entscheiden, ob wir eine bestimmte Handlung durchführen oder nicht. Und sprechen dann 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Kriterien dafür, dass wir es tun oder nicht. Nun könnte man natürlich sagen, okay, wenn 3 oder mehr dafür sprechen, dann lassen wir den Algorithmus die Entscheidung treffen, ansonsten dagegen. Und der Mensch hat natürlich hier nichts mehr mitzureden. So kann man das machen. Ja? Aber so muss man das nicht machen. Wir können auch die Freiheit im digitalen Zeitalter neu erfinden und sagen, es ist ja gar nicht so klar, wie viel Gewicht wir den verschiedenen Kriterien geben sollen. Scheinbar ist es so, dass klar ist, was zu tun ist, aber in Wirklichkeit ist es nur klar, wenn fast alle Kriterien dagegen sprechen oder fast alle Kriterien dafür. Aber was, wenn einige Kriterien dafür sprechen und andere dagegen? Dann sollten wir uns vielleicht doch noch die Entscheidungsfreiheit vorbehalten. Denn Dinge wie die Wahl des Partners, die wollen wir eigentlich keinem Algorithmus überlassen. Ja, es gibt wichtige Dinge im Leben, die einen großen Unterschied machen. Da wollen wir einbezogen sein. Und andere Dinge, die uns nicht so wichtig sind, die wollen wir gerne den Algorithmen überlassen. Und so muss man diese Systeme bauen, dass die Entscheidungsfreiheiten eingebaut sind, dass wir die weiter haben. Das kann man machen. Ja? Das digitale Zeitalter hat keinen Determinismus eingebaut. Nun stellen Sie sich mal vor, dass wir kein KI-System bauen wie in China mit diesem vatikanischen Sündenregister, was sagt, das ist gut, das ist schlecht, unabhängig von Kontext und allem. Ja? Wenn Sie die Geschwindigkeit überschreiten, sind Sie immer böse, auch wenn Sie irgendwie gerade auf dem Weg ins Krankenhaus sind, ein Menschenleben retten. Nein, wir brauchen eigentlich ein wesentlich flexibleres System, das mit Innovation und Kreativität vereinbar ist. Und das könnte so funktionieren. Wir lassen es nicht eingreifen in unsere Entscheidungen, aber es beobachtet sozusagen, welche Handlungen und Interaktionen gesellschaftliche und soziale Vorteile hätte. Also Kooperation zum Beispiel wurde gefördert. Egoismus würde diese KI einfach überhören. Das heißt, alles, was sozial und unsere Gesellschaft nutzt, würde zusätzliche digitale PS bekommen. Es gäbe so eine Art digitale Fee, die quasi hilft, dass die guten Dinge leichter passieren. Und damit würde tatsächlich Ordnung und Kooperation in unserer Gesellschaft gefördert und entstehen. Das heißt, die Erfolgsprinzipien der Zukunft sind Co-Learning, Co-Creation, Coordination, Cooperation, Co-Evolution. Sie können ein Game-Changer sein. Und ich glaube, wir sollten unsere zukünftige Gesellschaft bauen auf folgende Erfolgsprinzipien. Die kollektive Intelligenz, die kombinatorische Innovation und digitale Assistenz im Sinne von Empowerment und Human-Centered AI. Und wenn Sie noch ein bisschen Lust auf ein Science-Fiction haben, dann lesen Sie mal iGod und ansonsten dieses aktuelle Buch. Vielen Dank.